unterwegs zu Volskaya Industries. Und damit hallo Leute, willkommen zurück zur weiteren Folge von Let's Play Overwatch. Volskaya Industries ist unser nächster Standort hier. Wir haben schon einen Tank, das gefällt mir. Widowmaker wollte ich eigentlich auch mal spielen. Haben wir jetzt schon. Dann nehmen wir mal einen, den ich in der Beta zum Beispiel noch nicht so geil fand. Um mal zu gucken, was ich mit dem jetzt so kann. Wie zum Beispiel Hanzo. Heißt der Hanzo? Ja, der heißt Hanzo. Steht oben rechts. Ja, der Gute ist ziemlich sehr auf Aiming ausgelegt. Und was ich mit Controller nicht so gut kann. Macht dafür aber umso mehr Damage. Ansonsten kann ich mit L1 noch einen stärkeren Falllöser abschießen und mit R1 kann ich so einen Aufdeckungspfeil schießen. Ich weiß, ich erinnere mich. So. Und unsere Ulti war, glaube ich, dieses komische Dingens da losschicken. Naja, diesen komischen Drachen. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Das ist der gute Hanzo. So, schauen wir mal, was da vorne so auf uns wartet. Schaut mit den Augen des Drachen. Da stehen sie. Ich bin Fernkämpfer, also muss ich mich hier auf Distanz halten. 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Dann gucken wir mal, von wo sie kommen. Von da rechts anscheinend. Sehr gut. Sehr gut. Von wegen, der gefällt mir nicht so. What, warte. Verteidigen, da ist jemand. Das war natürlich nicht geil, dass der so weit durchgekommen ist. Was sollten wir verhindern, dass das nochmal passiert? Das gibt's doch nicht. Der Drache sieht euch. Schade. Hätten wir fast gekriegt. Von wo? Von da oben. Hallo. Ah, fuck! Das meine ich mit. Der ist natürlich sehr fürs Aiming ausgelegt. Jetzt haben wir unseren Drachen bereit. Okay. Come on! So leicht lasse ich mich nicht besiegen. Ich hoffe, dass wir uns so leicht nicht besiegen lassen. Sie nehmen den Punkt an der Ruhe. Nein, nicht den Punkt verlieren! So ist fein. Das Pünktchen nicht verlieren. Mitten ins Herz. Jojo, bagatze Kyoshurei! Okay. Gut gekämpft. Zum Ziel vor. Seht ihr, was unsichtbar ist? Sie nehmen den Punkt ein. Na, okay, nehmen wir noch zwei mitgenommen, aber das hilft, glaube ich, nicht weiter. Unser komplettes Team ist tot. Da stehen noch drei Gegner. Die machen uns, glaube ich, gerade ganz schön platt. Ich habe alleine zwei Gegner gemacht und trotzdem kriegen die den Punkt. Weil die einfach zu fünf da waren und keiner von uns. Was ist eigentlich aus unserem Tank geworden? Unser Tank ist nicht mehr Tank. Sehr gut. Genau in dem Moment, in dem wir einen Tank brauchen, hat unser Tank weggewechselt zu einem Damage-Dealer. Es spielt einfach niemand Tanks in diesem Spiel. Shit. Verteidigungsposition. Zielpunkt B. Ziel erfasst. Verdammt. So. Vor mir, das ist
Treff sie doch! Oh Gott, die stand still und ich habe zweimal daneben geschossen. Ja, ich bin nicht so gut. Versuche ich noch was, aber nein, das war zu spät. Na, ja, die haben uns ganz schön platt gemacht. Ich glaube, da können wir noch eine zweite Runde ranhauen in diesem Part. Verdammte Scheiße, haben die uns niedergeballert. Aber wir hatten halt keinen Tank und wenn man ein Gebiet verteidigen muss, dann braucht man zwangsläufig einen Tank. Ich will aber nicht jeden Part nur Tanks spielen. Wow, das war das Highlight des Spiels. Ich gehe jetzt Nahkämpfer ran und mache zwei Leute mit der Schrotflinte platt. Wow, was für ein Highlight. Ja, gut, ne, was will man da groß machen? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich denke mal, ich habe mich ganz vernünftig gehalten. So, 2 Tode, 8 Eliminierungen, 3 Fortschritt-Kills. Ist, glaube ich, eine ganz solide Leistung gewesen. Aber, naja. Wir hatten halt keine Chance gegen das Team. Leider überhaupt nicht. Ja, das ist eigentlich so kurz gewesen. Da können wir ruhig eine Runde dran lassen. Bleiben wir mal in der Lobby. Dann wird die nächste Runde wahrscheinlich genauso schnell wieder verloren gehen. Ankunft in Ilios. Ilios. Das ist doch auch Gebiete erobern, oder? War das nicht sogar die Map, wo halt beide Teams quasi das Gebiet erobern sollen? Machen Sie sich bereit zum Angriff. Sephara ist vergeben. Nehmen wir nochmal wieder Hanzo. Jawohl, wieder nur Damage-Dealer, so ist gut. Ich möchte im Part eigentlich ungern den Helden wechseln. Ich möchte eigentlich immer einen Part mit einem Helden machen. Aber wir brauchen halt einen Tank, sonst kann man das Ding da nicht einnehmen. Und dem Gegnerteam ist immer mindestens ein guter Tank und in meinem Team immer nie. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wir haben Damage-Dealer jetzt hier gerade dabei und der 5. hat noch nicht ausgewählt. Der 5. und der 6. noch nicht. Okay, da haben wir einen Healer. Bringt aber auch nichts, wenn wir alle mit einem Schuss tot sind. Und der letzte nimmt natürlich auch noch einen Damage-Dealer. Also der Bauer braucht 3 Stunden, bis er ausgewählt hat. Alle von uns haben seit einer Dreiviertelstunde ausgewählt. Oh nein. Und dann nimmt er natürlich auch noch einen Damage-Dealer, weil es alle anderen schon haben. Drache erwacht. So, wo ist eigentlich unser Geschwindigkeitsboost-Typ hin? Wir haben sogar 2 Tanks. Hier gar keinen. Das ist natürlich super. Sehr gut. Der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Brauch Heilung! Oh, okay. Wir nehmen den Punkt ein. Halt sie weg! Nein, ich bin runtergefallen! Oh Gott. Ja, das sieht nicht gut aus für uns. Die haben halt 2 Tanks. Wir brauchen halt 3 Jahre, um die kaputt zu kloppen. Und wir haben halt keinen einzigen. Ich nehme das Ziel ein. Ryoyo, Wagatek Yokurei! Alles klar. Na, diese Tracer!
Warum macht unsere Tracer nie was? Unsere Tracer steht immer hinten und schießt auf Distanz, obwohl sie Nahkampfwaffen hat, während die gegnerische Tracer immer relativ gut auf uns drauf geht und sie immer von hinten überrascht. Warum haben auch die Gegner wieder nur Skins und wir gar nicht? Die haben auch schon über 50%. Das Ding ist jetzt schon quasi verloren. Die erste Runde zumindest. Obwohl, jetzt haben wir gerade 3 gekillt. Jetzt könnten wir auch mal den Punkt holen. Aber das ist halt von vornherein klar. Wenn wir keinen Tank haben bei dem Eroberungsding, dann ist es halt schwer. Ja, der war fast full life und kann sich selbst heilen. Nimmt mir aber das Heilpack da weg, ne? Ist klar. Boah, was sollen wir machen ohne Tank? Es funktioniert nicht ohne Tank, Team. Komm schon. Ich muss mein Ultimate noch nachladen. Ich muss mein Ultimate noch nachladen. Ja, halt die Fresse. Wie steht's denn? Ja, es steht, wir haben verloren. Bis wir da sind, ist vorbei. Und jetzt ist durch. Wir haben keinen Tank. Ohne Tank funktioniert es nicht, Team. Bitte. Ich möchte, wie gesagt, in einem Part ungern einen Helden wechseln. Deswegen bleiben wir jetzt bei Hanzo. Aber irgendjemand muss es doch verstehen, dass wir einen Tank brauchen. Irgendjemand. Ich muss mein Ultimate noch nachladen. Hat irgendjemand? Nein, natürlich, es versteht niemand. Niemand versteht es. Leute! Alter! Du stehst hier so rum, so AFK. Du könntest doch jetzt bestimmt was wechseln. Ohne Tank wird die zweite Runde genauso eindeutig werden wie die erste. 5, 4, 3, 2, 1. Und wir haben keinen. Man sieht, wie das mit Tanks funktioniert. Die beiden Tanks rennen auf uns zu und halten uns vom Punkt fern, während die anderen, jeden, der sich dem Punkt nähert, sofort wegkillen und wir können nichts machen. Weil wir die Tanks nicht down kriegen. Den wollte ich eigentlich gar nicht losschießen, aber okay. Boah, das kann nicht wahr sein! Wir haben noch 0% und das Ding ist gleich verloren. Wir brauchen den Tank, Mann! Wieso versteht denn das niemand? Alter, kein Wunder, dass wir die letzte Runde so eindeutig verloren haben. Es versteht niemand, dass man für diesen Modus zwingend mindestens einen Tank braucht. Und alle nehmen Damage, die aber alle nur Kills wollen. Also wir wissen auf jeden Fall, im nächsten Part müssen wir einen Tank nehmen. Ich meine, ich bin ein Fernkämpfer, ich bin der Einzige, der auch mal den Punkt da reingeht. Ich brauche Heilung. Ich weiß nicht, wo sie liegt. Oh mein Gott, wir haben mal den Punkt teilweise eingenommen. Das bringt mir vielleicht auch mal was, Fernkämpfer zu sein. Jetzt wird's massiv. Und dann kommt der Reaper wieder. So, wir brauchen trotzdem einen Kill, einen Tank.
Weil die Gegner haben, wie man gerade eben sehen konnten, überhaupt keine Probleme gehabt, das Ding direkt wiederzuholen. Tschüss. Oh, danke. Das wäre eigentlich eine sehr geile Position. Das Problem ist, dass wir jetzt schon in der Verlängerung sind. Und wenn ich hier rausgehe, dann haben wir verloren. So, das werden wir jetzt zwar vielleicht nochmal holen, beziehungsweise werden wir jetzt sogar nochmal holen, aber das bringt uns gar nichts, weil wir keinen Tank haben, der das Ding hier verteidigen kann. Seid ihr? Da sind die. Oh, Winston. Wir haben es fast geschafft. Baut jetzt keinen mehr. Okay. Ja, die hat ja auch einen Über-Legendary-Skin für die. Natürlich kann die nicht spielen. Hey, wir sind sogar relativ weit gekommen, weil die Gegner sich ein bisschen dämlich angestellt haben. Aber jetzt werden wir den Punkt wieder verlieren. Und dann ist sofort 1% vorbei, ne? Weil es ist keiner da, der reinspringt, oder? Doch, da war einer, der reinspringen könnte, es aber nicht getan hatte. Sehr gut. Gefällt mir. Nein, ich könnte noch einen Tod bekommen. Das ist doof. Bleib ich lieber weg. Highlight des Spiels. Ja, hätten wir einen Tank gehabt, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. So leider nicht. Ist das eigentlich auch so ein kaufbarer Skin von dem Reaper? Weil das ist schon der dritte oder vierte, den ich davon gesehen habe. Den sieht man extrem häufig. Episch. Danke, danke. Vielen Dank. Ja, komm, geben wir denen das auch, weil das gegnerische Team hat so eindeutig gewonnen. Die müssen eigentlich die Punkte bekommen. So, hey, wir haben 14 Eliminierungen, dabei 7 Tode, das ist natürlich nicht geil, aber was soll man als Sniper auch machen, wenn man keinen Tank hat? Dann muss man halt auch selber rein und dann ist man halt nicht mehr in seiner... Wisst ihr, ich bin ein Sniper gewesen, verdammt. Ich muss eigentlich einen Tank vorschicken und dann aus dem Hinterhalt raussnipen, aber wenn keiner da ist... Na gut, ich sage an dieser Stelle trotzdem, ich hoffe, ihr hattet Spaß, hört beim nächsten Mal wieder ein, dann machen wir die Lootbox auf, bis dann und auf Wiedersehen.